Einen wunderschönen guten Morgen zusammen zu unserer Stay for Coffee Webinarreihe. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen von Sage. Mein Name ist Alexander Warmers. Ich bin der Moderator dieser Webinarreihe. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr mitgezählt. Wir sind auf jeden Fall über Folge 30 mittlerweile hinaus, Episode 5 oder 6. Ehrlicherweise, ich zähle nicht mehr mit. Es macht aber immer noch ungemein Spaß, weil uns die Themen auch nicht ausgehen, wo wir Sie einfach ein Stück abholen wollen in dieser weltweiten Pandemie, die uns immer noch beherrscht. Wir hoffen natürlich irgendwann, dass wieder der Alltag zurückkehren wird. Wann das auch sein wird, da haben mein Kollege und ich uns gerade auch noch ein bisschen darüber unterhalten, als wir hier die Vorgespräche geführt haben. Wir wissen es alle nicht. Dementsprechend müssen wir uns mit der Situation dann leider nochmal so abfinden, wie sie eben ist, auch noch aus dem Homeoffice heraus. Und ich in Mülheim an der Ruhr und mein Kollege Stefan Dolz sitzt heute am Bodensee. Guten Morgen, Stefan. Schön, dass du mit dabei bist. Guten Morgen, ich freue mich auch. Vielen Dank. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Was ist die Idee hierhinter? Was war, als wir das geboren haben, diese Webinarreihe, was haben wir uns dabei gedacht? Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ging es vor allem darum, im Zuge der ganzen Änderungen, die angestanden haben, rechtliche Änderungen, was Steuersätze angeht, was ja Hilfen zur Digitalisierung angegangen ist oder eben aber auch, wie man Mitarbeiter motivieren kann, die nicht mehr ins Büro kommen, dann von zu Hause mindestens genauso gut zu arbeiten. Und das waren alles Themen, die wir am Anfang mal bespielt haben, wo wir uns Ideen zu ausgedacht haben, wo wir Kollegen mit ins Boot geholt haben, wo wir Partner mit ins Boot geholt haben und einfach so aus unserem Alltag versuchen, hier ein bisschen zu berichten. Und heute soll es dann eben um das Thema Business Intelligence gehen. Fast hier der Zungenbrecher am Morgen, ich habe es gerade eben noch hingekriegt, ist heute das Thema. Super spannend, weil wir bei Sage nämlich auch gerade vor der Einführung eines solchen Moduls, eines solchen Projektes eben stehen und da so ein bisschen auch gleich aus der Praxis berichten können. Was läuft gut, was läuft schlecht, worauf müsste man vielleicht auch achten, welchen Fehler sollten Sie nicht machen, den wir vielleicht auch gemacht haben. Ich denke, Stefan kann gleich ein bisschen mehr dazu dann auch erzählen. Wenn Sie Lust haben, können Sie gerne Fragen stellen über das GoToWebinar-Bedienpanel. Gibt es hier Möglichkeit der Fragen? Da können Sie einfach über den Chat oder über das Fragenmodul Ihre Fragen gerne einsteuern und wir werden die dann versuchen, hier zusammen zu beantworten. Wenn wir das nicht beantworten können, dann nehmen wir die Frage mit und würden die im Nachgang Ihnen dann nochmal beantworten. Hier bleibt keine Frage offen und genauso schicken wir im Nachgang auch immer noch die Präsentation an Sie raus, dass Sie auch nochmal so ein paar Folien von uns dann an die Hand bekommen, wenn Sie dann sowas bei sich umsetzen wollen, in dem Fall halt das Thema Business Intelligence. Das zum Einstieg. Ich habe mich gerade schon ein bisschen vorgestellt, was ich mache bei Sage, nämlich hier unter anderem diese Webinarreihe zu moderieren. Aber Stefan, gerne stell du dich doch mal vor, was machst du bei Sage? Sehr gerne. Jawohl. Mein Name ist Stefan Dold. Ich arbeite bei Sage als Finance Business Partner. Ich kümmere mich in dieser Funktion um einige Segmente hinsichtlich aller finance-relevanten Fragestellungen. Natürlich ganz häufig Themen rund um Budget, also Planung. Da hatten wir auch schon mal die Gelegenheit, hier ein Webinar zuzuhalten. Aber auch auf der anderen Seite verschiedene Reportings und da auch dann mit den jeweiligen Stakeholdern in die Gespräche zu gehen. Und warum ich heute hier bin, ist mit Sicherheit auch deshalb, weil ich mich schon seit Anfang an eigentlich, seitdem ich dann auch im Finance arbeite, sehr stark mit der Thematik Business Intelligence auseinandergesetzt habe und vor allem auch hier immer den großen Mehrwert gesehen habe, das dann auch, also jetzt nicht nur irgendwie schwarz-weiß Finance und alles andere zu trennen, sondern wirklich hier auch die Unternehmenssteuerung dahingehend aufzubrechen, die Wertvertreibermodelle sich anzugucken, was natürlich dann System unterstützt auch einen großen Vorteil bringen kann. Und wie Alexander gerade eben schon erwähnt hatte, haben wir natürlich auch bei uns verschiedene Projekte am Laufen, um auch diese Thematik voranzutreiben, zu verbessern, zu optimieren. Und in diesem Zusammenhang habe ich da auch quasi die Leitung von verschiedenen Teilprojekten. Deswegen ich dann auch heute hier mit Alexander die Stay Intelligent das Webinar halte. Sehr gut. Ja, ich denke, du bist da genau der richtige Mann für, nämlich einer aus der Praxis, der weiß, worauf es ankommt. Aber bevor wir vielleicht diesen Einstieg in die aktuellen Trends angehen, kannst du uns ein bisschen abholen, warum ist es überhaupt wichtig, sich mit dem Thema Business Intelligence auseinanderzusetzen? Ja, also das Thema Business Intelligence ist ja eins, das auch schon sehr, sehr lange in irgendeiner Form auch in der Theorie rumschwört und ich finde es auch immer gut, sich hier und da gewisse Definitionen von solchen Themen anzuschauen, um einfach daraus auch abzuleiten, ja, was ist die Relevanz von dem Thema? Und am Ende, wenn man sich die Definition von Business Intelligence anschaut, ist es ganz klar, es geht darum, Daten zu sammeln, auf der einen Seite diese Daten auszuwerten, und dann ja zu visualisieren, darzustellen, zu kommunizieren.
Aber damit ist noch nichts getan. Das ist erstmal nur ein Prozess. Dann damit habe ich Arbeit generiert. Das Ziel muss klar sein. Und das Ziel von Business Intelligence ist es ganz klar, auf der einen Seite Erkenntnisse zu gewinnen, um damit dann auch die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu unterstützen. Und genau diese zwei Dimensionen, die man hier am Ende hat, also auf der einen Seite die Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist insofern relevant, dass ich jeder von uns hat irgendwie eine gewisse Gefühle oder hat auch gewisse, ja, aus Erfahrung raus gewisse Ideen. Aber oft ist diese Gefühlsbasis, die ist wichtig, die ist richtig, sie muss aber dann auch genutzt werden, mit Daten unterstützt am besten. Also eine Entscheidung darf nie voll nur rational getroffen werden, in den meisten Fällen darf aber auch nie nur irgendwie nur auf Gefühlsbasis stattfinden. Und insofern ist da Business Intelligence mit Sicherheit eine Thematik, die wichtig und gut ist, um diese Entscheidungsfindung zu unterstützen, mit Daten zu unterlegen. Auf der anderen Seite aber auch, was ich auch gesagt hatte, ist dieses Thema Erkenntnisse zu gewinnen. Und da gab es natürlich auch in den letzten Jahren ganz starke Entwicklung, dass Business Intelligence, die Systeme und die Nutzung von Daten auch beitragen, wirklich besser auf Kundenwünsche einzugehen, proaktiv Maßnahmen einleiten zu können, auf gewisse Gegebenheiten auch zu reagieren, die mich vielleicht auch in meinem Umfeld dann treffen. Oder auch neue Geschäftsfelder zu erschließen, einfach daraus, dass, na, wenn ich eine gewisse Fragestellung habe, dann versuche ich diese Frage zu beantworten. Heute ist Business Intelligence schon so weit, dass ich sagen kann, ich kann auch dadurch gewisse neue Erkenntnisse gewinnen, wo ich auch nicht nachgefragt habe, um dadurch auch im Endeffekt, ja, mich weiterzuentwickeln, auch als Unternehmen. Und wenn man das so im gesamten Kontext dann auch sieht, hört man wahrscheinlich auch häufig, kann man eigentlich auch sagen, dass im Endeffekt Business Intelligence beziehungsweise Daten fast schon das neue Gold oder das neue Öl sind. Ich kann damit eben mein Unternehmen quasi befeuern, ich kann mein Unternehmen weiterentwickeln. Was aber auch in dem Zusammenhang wichtig ist zu verstehen, heute sind wir mit Sicherheit nicht mehr an dem Punkt, wo die reine Datennutzung ein klarer Wettbewerbsvorteil ist gegenüber anderen, sondern vielmehr wirklich ein, ja, mehr oder weniger unverzichtbares Instrument, um nicht abgehängt zu werden, also um auch mein Bereich dann zu schützen. Und ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt, warum Business Intelligence wichtig ist und dementsprechend auch eigentlich in jedem Unternehmen Einzug finden sollte. Ja, auf jeden Fall. Aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren? Also in welchen Bereichen wird denn heute schon Business Intelligence eingesetzt? Ja, also im Endeffekt ist es so, man kann theoretisch Business Intelligence und die ganze Datennutzung wirklich überall im Unternehmen anwenden, über die ganze Wertschöpfungskette hinweg. Mit einer Einschränkung. Die einzige Einschränkung ist, dies müssen Daten generiert werden. Also es kann natürlich sein, in einem Schreinerbetrieb, da fallen irgendwie Späne, aber vielleicht halt keine Daten, wenn ich hobel. Insofern kann ich das dann auch nicht nutzen oder mit Business Intelligence unterstützen, aber da beispielsweise auch in der Buchhaltung. Insofern überall, wo Daten quasi gesammelt werden können oder generiert werden, kann ich sie auswerten und kann ich sie darstellen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Ich denke, dass einer der, ja, bekanntesten Beispiele auch, ich meine, wir sind hier alle jetzt auch online. Typischerweise habe ich den Onlinehandel. Jeder kennt es, man klickt irgendwo drauf und der Betreiber dieses Webshops, der hat am Ende die Zahl an, wie viele Besucher waren denn auf meiner Seite. Er sieht dann auch, wie war die Aktion, also wie viele Leute sind auf die Seite gekommen, wie lange sind sie auf dieser Seite geblieben, welche Seite haben sie aufgerufen über eine gewisse, ja, auch Entwicklung hinweg. Newsletter klicke ich drauf, komme dann auf meine Website, dann klicke ich noch ein bisschen weiter. Und dann breche ich aber vielleicht auch als Kunde irgendwann ab, weil mich irgendwas stört. Oder aber ich komme sogar am Ende zum Kauf. Und mit diesen Informationen kann natürlich der Online-Händler in dem Atemzug sein Angebot natürlich verbessern, indem er sagt, okay, ich sehe auf dieser oder jener Seite ist irgendwas nicht richtig, weil wenn alle Personen, also 99% der Personen, die da drauf kommen, springen ab, beispielsweise, also schließen die Seite. Insofern kann ich dadurch schon einfach erkennen, ich muss das vielleicht mal genauer untersuchen. Wie gesagt, das ist der Onlinehandel oder das Beispiel. Es gibt aber auch mit Sicherheit in anderen Bereichen ganz häufig auch bei Handelsunternehmen, wie aber auch eben bei produzierenden Unternehmen. Geht es ja auch viel um Lagerhaltung. Ja, und auch hier kann ich eben mit Business Intelligence beziehungsweise dann eben mit den Daten untersuchen, wie oft ich beispielsweise ein Produkt brauche, wie lange es dann aber auch vielleicht auf Lager liegt und welche Kosten dabei verursacht werden. Und dementsprechend, wenn ich genug Daten oder die richtigen Daten dann auch nutze und mir anschaue, dann kann ich auf der Basis meine Lagerhaltung optimieren, kann sie besser steuern.
um dadurch auf der einen Seite Kosten zu vermeiden, gerade bei Produkten, die dann vielleicht auch lang auf Lager liegen. Dementsprechend muss ich dann vielleicht weniger produzieren, weniger einkaufen, weil das Lager einfach doch lang auch aushält. Oder auf der anderen Seite, ich kann eben auch erkennen, wann beispielsweise eine hohe Nachfrage nach gewissen Produkten dann auch herrscht, oder ich mehr produzieren muss, wenn ich unfertige Erzeugnisse habe, um sie dann genügend auf Lager zu haben, um nicht Gefahr zu laufen, dass auch in dem Moment irgendwie die Produktion dann stillsteht, weil ich Rohmaterialien nicht habe oder eben noch Vorprodukte. Und dementsprechend am Ende wirkt sich das natürlich auch immer auf irgendwelche Verkäufe dann aus, wenn ich ein Produkt nicht habe. Insofern ist es dann mit Sicherheit negativ für das Unternehmen. Und ich glaube, das sind so Beispiele, die man gut kennt, die heute schon gang und gäbe sind. Es gibt aber auch da spannende Entwicklungen, auch schon heute sehr aktiv, wo man gewisse Kundenmodelle anfertigt, sprich, wo die verschiedensten Quellen genutzt werden, die ich als Unternehmer dann auch zur Verfügung habe, sei es Social Media, sei es aus meinem CRM-System, sei es aus dem Buchhaltungssystem, und auf Basis dessen sozusagen eine 360-Grad-Sicht auf einen Kunden versuche oder auf ein Kundencluster dann versuche auch zu generieren, um einfach zu verstehen, wann ist der Kunde vielleicht auch empfänglich für ein Angebot, wann ist beispielsweise Potenzial auch da, dass ich ihm nochmal ein Produkt verkaufe oder das Produkt erweitere, gerade bei uns auch mit Sicherheit im Softwaregeschäft, wann kann ich ihm beispielsweise ein Produkt, also eine Produkterweiterung anbieten, wann macht das auch Sinn für ihn, wenn er als Unternehmer dann auch wechselt als Unternehmen, aber auch auf der anderen Seite, um gewissen Umsatz dann vielleicht auch zu schützen. Also wann ist ein Kunde vielleicht auch eher gewillt zu kündigen, wenn ich beispielsweise merke, dass Kunden nicht mehr interagieren mit mir, nicht mehr reagieren auf E-Mails oder dann aber auch sich vielleicht im Produkt nicht mehr einloggen, dann kann es natürlich sein, dass er vielleicht bald kündigt. Also auf solche Themen dann auch proaktiv eingehen zu können, sind heute schon ganz, ganz konkrete Beispiele, wo Business Intelligence und Daten genutzt werden. Ja, ich glaube auch, dass generell immer schon Daten produziert worden sind, besonders in Buchhaltungs- oder in HR-Abteilungen. Das war immer schon der Fall. Ich glaube, dass wir aber jetzt mittlerweile an so einer Innovation sind, dass man auch diese Daten aus den verschiedenen Bereichen einfach in Verbindung zueinander setzen kann. Und das finde ich spannend, wenn du uns vielleicht da so ein bisschen abholen könntest. Also wo findet denn so konkret so Innovationen statt? In welchen Bereichen? Also wie helfen bestimmte Unternehmensbereiche da eventuell, um da diese 360-Grad-Sicht, die du gerade gesagt hast, da wirklich stattfinden zu lassen? Ja, also im Endeffekt, ich unterscheide immer für mich eigentlich in zwei Bereiche. Also für mich gibt es quasi Innovation einmal in der Anwendung selber. Also wie du gesagt hast, es gibt die Buchhaltungssysteme, es gibt CRM-Systeme, und dann gibt es eben wiederum Systeme, die diese Daten nutzbar machen. Und dementsprechend, da gibt es natürlich ganz, ganz große Entwicklungen. Das betrifft dann meistens das, wie nutze ich Daten oder wie kann ich diese Daten dann auch nutzen von der Technologie her, von Methodiken, die mir angeboten werden. Das ist das eine. Und das andere, was du eben auch schon gesagt hast, ist das Thema rund um, wie ich Daten nutze. Das heißt, diese Daten, die in irgendwelchen Vorsystemen oder Quellsystemen dann auch generiert werden, wie kann ich die weiter verarbeiten? Und im Endeffekt, wenn man sich das so anschaut, ist es dieses, die Technologie oder die Anwendung an sich ist so mehr oder weniger die Produktionsstraße. Also ich versuche irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen, wobei dann wiederum die Daten an sich sozusagen das Rohmaterial sind. Und in beiden Bereichen gibt es da Innovationen, die von den jeweiligen Anbietern oder eben auch von neuen Anbietern dann auch vorangetrieben werden. Genau. Und im Endeffekt, wie wir jetzt auch hier sehen, Innovation der Anwendung, es gibt quasi drei Bereiche, die ja, glaube ich, relevant sind. Der erste wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen, auch hier irgendwie zu sagen, naja, das ist eine große Innovation, Cloud und SaaS, also Software as a Service. Warum wir es auch hier aufführen oder warum ich das auch als wesentlichen Punkt sehe, warum es ein Innovationstreiber ist, ist dahingehend, naja, wenn ich typischerweise On-Premise-Produkte habe und dann dementsprechend eine neue Version released wird, die muss ich erst installieren, ich muss dementsprechend das irgendwie dann da erst weiterentwickeln, muss eventuell ein größeres IT-Projekt dafür aufsetzen, wohingegen, wenn ich quasi Software als Service nutze und dann auch die Cloud als dementsprechend die Plattform dazu, dann habe ich theoretisch mit dem Login auch die verschiedenen Releases zur Hand und dementsprechend, wie auch gerade eben gesagt, wenn auch diese Innovationen in der Anwendung selber stattfinden bei den verschiedenen Anbietern, dann
wenn es released wird, habe ich es eben mit dem Login schon nutzbar für das Unternehmen, ohne dann auch irgendwie groß ein IT-Projekt aufzusetzen oder dann quasi irgendwie da auch Ressourcen drauf zu setzen, umfangreich, sondern ich kann das in dem Moment eben quasi schon direkt nutzen. Und darum ist, wie gesagt, Cloud und SaaS an sich ist mit Sicherheit keine Innovation, aber ist dadurch ein Innovationstreiber, dass wenn ich es habe, kann ich Innovation schnell nutzen im Unternehmen, die innerhalb dieser Anwendung dann auch stattfinden. Das ist das eine. Ein anderes ganz spannendes Thema und das finde ich tatsächlich eines der spannendsten Themen aktuell, wenn es um Innovation im Business Intelligence Bereich geht, dann ist es das Thema Augmented Analytics. Und hier ist es quasi ganz stark, dass sich der Mehrwert dadurch rausbildet, dass ich so die typischen, was man auch oft als Buzzwords hört, so diese typischen Digitalisierungsthemen im Vordergrund habe, was auf der einen Seite Automatisierung ist und auf der anderen Seite aber dann auch das Thema künstliche Intelligenz, was hier dann auch verbunden wird. Das klingt nach einer spannenden Kombination. Wenn man das alles, ich glaube, der große Vorteil ist davon, wenn diese Kombination auch im Zusammenspiel dann eben wirkt, hast du vielleicht einen Anwendungsfall, wo das heutzutage schon stattfindet für uns? Ja, also im Endeffekt, man muss sagen, das Thema Augmented Analytics ist wirklich ein wirkliches Trendthema und hingegen wird Cloud und SaaS eines, was wahrscheinlich auch noch nicht in Gänze Einzug gefunden hat in die verschiedenen Anwendungen, wo aber eine sehr starke Entwicklung aktuell dahinter stattfindet. Und was eben dieser große Vorteil von Augmented Analytics ist, ich meine, muss ich so vorstellen, dass wenn ich mit Daten arbeite und Business Intelligence nutzbar machen möchte, habe ich quasi da auch eine Wertschöpfungskette, die ich abbilde. Also ich habe ja irgendwo, wie auch vorher schon gesagt, ich habe Quellsysteme, die ich mir anschaue, wo ich Daten erstmal beschaffen muss. Und diese Daten muss ich dann auch im Endeffekt in mein System überführen und muss sie dann auf meine Bedürfnisse auch anpassen. Also diese typischen Datenaufbereitungsthemen, wo es dann beispielsweise um Bereinigung geht oder eben aber auch Transformation, so dass beispielsweise, ich weiß, diese Zahl ist wirklich eine Zahl und kein Textfeld im einfachsten Fall oder dann aber auch irgendwie so Geolocations, wo ich sagen kann, okay, gewisse Verkäufe haben in einem gewissen Bereich stattgefunden. Und sowas muss ich natürlich auch dem System dann oft erstmal zeigen und sagen, schaut, dieses und jenes ist diese und jene Art dann auch, also diese typischen Bereinigungs- und Transformationsthemen und dann aber weiter, ich habe die Daten, ich habe sie in der Form, in der ich sie haben möchte und jetzt kann ich auf dieser Basis eben Darstellungen aufbauen, diese Daten visualisieren, in eine konsumierbare Form bringen, um dann eben auch den jeweiligen relevanten Personen im Unternehmen, sei es dem Management, sei es den Abteilungsleitern oder aber auch denen, die eben damit aktiv arbeiten müssen, Kampagnen im Marketing fahren müssen, denen dann auch zur Verfügung stellen. So, das ist quasi in Kürze so dieser Datenwertschöpfungsprozess und Augmented Analytics sitzt dort an und sagt, naja, okay, das ist doch ein Thema, wo eigentlich ein gewisses Skillset erforderlich ist bei den Personen. Das heißt, ich muss verstehen, wo kriege ich diese Daten her? Ich muss gewisse Prozeduren schreiben, damit ich die anwendbar machen kann, muss sie dann visualisieren auch. Und Augmented Analytics versucht, dieses Thema weitestgehend zu automatisieren, auch unter Zuhilfenahme von eben künstlicher Intelligenz und sagt, okay, diesen Wertschöpfungsprozess, den versuche ich dir größtenteils abzunehmen. Das hat den ganz großen Vorteil, dass eben auch Unternehmen, die quasi eine gewisse Größe haben, wo es eigentlich auch keinen Sinn macht, eine eigene Business Intelligence Abteilung aufzubauen, weil am Ende brauchst du halt von vornherein entweder eine Person, die alles sehr, sehr gut kann, ist schwierig zu finden, kostet in der Regel wahrscheinlich auch sehr viel Geld, oder ich brauche dann aber 2, 3 Personen. Das macht natürlich erst ab einer gewissen Größe dann auch Sinn. Und genau an diesem Punkt setzt Augmented Analytics an, im reinsten Sinne auch der Digitalisierung versucht es, Dinge zu vereinfachen und Mehrwert zu schaffen und diesen Datenwertschöpfungsprozess eben dann auch zu automatisieren. Das Schöne ist, da hört es dann in dem Moment noch nicht auf und ist dann dieser spannende auch ja Sprung in dem Moment. Es bereitet die Daten auf und bringt sie dann aber auch in eine sehr ja flexible Form. Das heißt, in der Regel, wenn ich etwas visualisiere, dann habe ich ein Dashboard, ein Report, eine Grafik, die einen gewissen Berichtszweck hat. Das heißt, in dem Moment versuche ich, diese Fragestellung zu beantworten. Und die Fragestellung kann eben irgendwas sein. Und ich passe es genau auf das an. So, Augmented Analytics geht dann her und sagt, naja, wenn ich jetzt aber
neue Erkenntnisse gewinnen, das Thema, was wir am Anfang haben, wofür Business Intelligence noch da sein soll, dann kann ich die ja vielleicht in diesem Dashboard an sich erstmal nicht darstellen. Also versucht Augmented Analytics auch hier diesen Kniff zu schaffen und zu sagen, naja, ich mache dir es konsumierbar, so wie ich denke, dass es am besten ist, im Sinne von, ich versuche dann nicht halt in dem Moment, ganz einfach gesprochen, ich mache kein irgendwie Säulendiagramm, sondern ich mache das entweder in wirklich mal eine Matrix-Tabelle oder einem Linienchart, um einfach dann auch aufzudecken, was ich jetzt an Anomalien, an Mustern, an Clustern dann auch erkannt habe. Und dann geht's noch einen Schritt weiter im idealsten Fall und sagt dann, also ich habe jetzt hier erkannt, das ist ein Marketing-Thema. Da kommt gutes Feedback von diesen und jener Kundengruppe. Das habe ich in keinem Dashboard abgebildet. Jetzt bilde ich das ab und stelle es den Personen zur Verfügung, die relevant sind dafür, sprich der Marketingabteilung und eben nicht beispielsweise irgendwie in dem Moment den Vertriebspersonen oder einem Finance oder so, sowas ja gar nicht dann in dem Moment relevant wäre, sondern wirklich nur denen zugänglich dann auch zu machen, anhand des Geschäftskontextes, für die es relevant ist. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die wahnsinnig spannend ist, wo wahnsinnig tolle Themen raus entstehen können, zwangsläufig eben auch für kleinere Unternehmen. Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich die Qualität der Daten, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Ich glaube, dieser Shit-in, Shit-out ist, glaube ich, da so ein Schlagwort, was man vielleicht kennt. Schlechte Daten liefern einfach auch schlechte Ergebnisse. Und wenn es Tools gibt, die solche Daten dann aufbereiten und den Leuten zur Verfügung stellen, die sie wirklich brauchen, dann ist das, glaube ich, ein super Mehrwert. Auf jeden Fall. Dass so ein Zeitfresser wie Aufbereitung von Daten, wo, glaube ich, keiner groß Lust zu hat, dann einfach auch wegfallen kann. Du hattest vorhin aber auch das schon einmal das Thema künstliche Intelligenz genannt. Ich glaube, das ist das, was in den nächsten Jahren wirklich Einzug halten wird. Kannst du uns vielleicht da so ein bisschen abholen, wie auch künstliche Intelligenz bei Business Intelligence in der Zukunft einen Stellenwert finden wird? Ja. Genau, also wie gesagt, gerade bei solchen Themen wie Augmented Analytics spielt natürlich künstliche Intelligenz eine ganz große Rolle. Was man bei dem Thema, und ist an sich auch nichts Neues, also ist ja auch etwas, was schon irgendwie seit Jahren in irgendeiner Form zumindest dann auch in der Theorie oft vorherrscht oder schon auch gewisse wirkliche Ergebnisse geliefert hat. Was man eben bei dem Thema eigentlich nie vergessen darf, ist, es ist halt immer noch etwas Künstliches. Und insofern, wenn man mal überlegt, was steckt hinter künstlicher Intelligenz, dann ist es ja erstmal ein gewisses Rechenmodell. Das heißt, dieses Rechenmodell versucht sozusagen die Komplexität unserer Umwelt, äußere Einflüsse, sonstiges in irgendeiner Form abzubilden. Und dann ist es klar, dass jede künstliche Intelligenz nur so gut ist wie das Rechenmodell dahinter. Und je höher die Komplexität, desto schwieriger wird es natürlich auch für ein Rechenmodell, das dann auch abzubilden. Das heißt, dass ich verschiedene Variablen nutze und mir dann aber auch, also ich muss es ja auch pflegen, ich muss es ja auch lernen lassen, diese künstliche Intelligenz, und das mit Daten anreichern. Und im Endeffekt ist es so, je höher die Komplexität, desto schwieriger wird es und desto mehr, da sind wir an einem physischen Thema, desto mehr Rechenleistung brauche ich. Das heißt, wenn ich eine künstliche Intelligenz auf ein spezielles Thema ansetze, dann kann ich dieses Rechenmodell darauf ansetzen und habe eventuell auch die Kapazitäten dann dazu. Sobald es aber dann auch wesentlich breitere Themen, also auch dieses Thema Augmented Analytics, wo ja wirklich über verschiedene Stufen hinweg, es geht nicht nur um die Datenbeschaffung oder nur um die Visualisierung, sondern es geht um die gesamte Wertschöpfungskette. Also je höher die Komplexität dann auch ist, desto mehr Rechenleistung brauche ich. Und da wird ganz klar die Innovation dann auch stattfinden in den Bereichen von Elektronik, also wirklich dann sind wir im physischen Thema, das heißt in der Hardware, und wenn da auch die Chips und dementsprechend die Rechenleistung besser werden, dann wird auch da mit Sicherheit noch einiges kommen, wo auch solche Themen besser abgebildet werden. Ich meine, nicht umsonst ging ja auch letztens in den Medien rum, dass Apple in München, glaube ich, irgendwie 1 Milliarde investiert eben für das Thema Mikroelektronik. Und da sieht man auch, was das auch für einen Stellenwert für Unternehmen wie eben auch Apple hat, die halt heute führend sind im Technologiebereich. Jetzt hast du ja so von Rechenmodellen gesprochen, die immer auch wichtig sind und da auch so Einflüsse in bestimmte Bereiche haben kann. Jetzt ist natürlich so die Frage, dass ich, wenn ich diese Rechenmodelle auch mit Daten anreichern muss, macht das Sinn, dass das nur unternehmensinterne Daten sind, oder gibt es vielleicht auch Anbieter am Markt, die generelle für meine Branche abgestimmte Daten bereitstellen, und können die dann auch Einfluss auf die ganze Sache nehmen? Auf jeden Fall.
Es ist so, dass gerade wenn es jetzt auch im Themenbereich künstliche Intelligenz ist, wo ich dann auch gewisse Modelle aufbaue und dementsprechend je mehr Datenpunkte ich habe, desto besser ist es natürlich für ein Modell. Also typische Beispiel, wenn ich jetzt hergehen würde und ich versuche das Wetter im nächsten Jahr zu prognostizieren, dann, also um die gleiche Zeit, dann hilft es mir erstmal nicht, wenn ich irgendwie die Daten der letzten 3 Wochen rannehme und sage, ja, auf der Basis kann ich jetzt prognostizieren, wie es nächstes Jahr im April das Wetter wird. Das heißt, hier muss ich hergehen und sagen, naja, ich schaue mir jetzt Wetterdaten über die letzten Jahrzehnte an, um daraus dann auch eine Bandbreite zu kriegen, wo könnte das Wetter nächstes Jahr im April sein. So, als einfachstes Beispiel. Das heißt, je mehr Datenpunkte, vorausgesetzt die Datenqualität stimmt, desto besser ist es dann eben auch für solche Rechenmodelle, die ich dann da auch aufsetzen möchte. Und da gibt es eben auch ganz klar Innovationen in der Form, wo sich auch viele Anbieter herauskristallisieren, die quasi Daten verfügbar machen. Das heißt, du kannst dann dir Zugänge kaufen für gewisse Datensets, die sich auch regelmäßig aktualisieren, die ich dann quasi nutzen kann. Und auch da ist es eben oft so, und das ist eine sehr spannende Thematik, wenn ich jetzt in irgendeiner Branche bin, dann müssen es nicht immer zwingend nur Branchendaten sein oder die für diese Branche relevant erstmal erscheinen, weil es hat sich herausgestellt, es kommt ganz stark aus dem Investmentbanking auch, dass auch Branchen und unternehmensfremde Daten einen großen Mehrwert darüber leisten können, wenn ich Prognose anstellen möchte. Und so haben sich gewisse Marktplätze herauskristallisiert, die eben auch alternative Daten anbieten, mit denen ich dann eben versuchen kann, im Endeffekt diese Rechenmodelle dann auch zu pflegen. Beispielsweise, um zu verstehen, ich bin in einer gewissen Branche, ich bin ein produzierendes Unternehmen. Und wenn ich jetzt beispielsweise erkenne, dass eine Korrelation zwischen einem Nachfrageeinbruch bei den Konsumenten herrscht und das dann nachgelagert in den nächsten 2, 3 Monaten zwangsläufig auch auf mich durchschlägt, dann kann ich mir diese Daten zunutze machen und sage, eigentlich interessieren mich diese wirklichen, keine Ahnung, sei es Elektrobereich oder andere Bereiche im Konsumbereich, dass ich sage, naja, diese Daten, wenn dort ein Nachfrageeinbruch ist, dann zeigt die Historie auch, dass es zwangsläufig innerhalb der nächsten 3 bis 4 Monate auf mich durchschlägt. Also kann ich jetzt schon vorbereiten, meine Produktion flexibel anzupassen, so dass ich am Ende, wenn es soweit kommt, auch schnell darauf reagieren kann, um beispielsweise nicht zu viel auf Lager zu produzieren, was wir vorher hatten, Lagerkosten niedrig halten, Lagereffizienz zu fördern. Darauf kann ich dann schon in dem Moment eben auch proaktiv reagieren, weil ich es einfach im Kopf habe und weiß und nicht in 4 Monaten auf einmal so, die Nachfrage ist eingebrochen, was tue ich jetzt, ja, im schlimmsten Fall. Das heißt, mir auch solche Daten in dem Moment dann eben auch nutzbar zu machen, um eben beispielsweise meine Vorräte nicht zu hoch aufzubauen, um nachher keine zu hohen Lagerkosten im Nachgang zu haben. Deswegen ein ganz spannendes Thema. Aber wenn ich das jetzt kritisch hinterfragen würde, ich meine, dann wäre es ja auch enorm wichtig, dass diese Daten aber auch wirklich für mich relevant, aktuell und aber auch in genügender Stückzahl oder mit genügend Informationen eingereichert sind, oder? Auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit dieses Thema auch Datenqualität, wo man sagen muss, also zum einen muss man auch ehrlich sein, nicht jeder Datensatz ist am Ende auch mit Sicherheit relevant für das Unternehmen. Ich glaube, das ist da auch wichtig zu wissen. Man muss natürlich, ist auch wahrscheinlich viel Trial and Error, einfach zu probieren, was hat irgendwie eine Korrelation, gibt es eine Korrelation, auch hier Rechenmodelle, künstliche Intelligenz, die Korrelation rausfinden können. Und dann muss ich aber auch sagen, ganz klar ist das Thema Datenqualität wichtig, ja, für die Daten, die ich selber generiere im Unternehmen, wie auch für Daten, die ich vielleicht einkaufe. Und wir sind natürlich heute auch in einer Zeit, in der immer mehr Daten produziert werden, wie gesagt, eigene Daten oder externe Daten. Wir sind ja teilweise schon so weit, dass wir in produzierenden Unternehmen, Stichwort Industrie 4.0, quasi Real-Time-Streaming haben von Daten, die größtenteils gar nicht mehr abgespeichert werden, sondern die einfach nur noch durchgejagt werden. Und wenn ich dort eine Anomalie sehe, beispielsweise in den Maschinen- oder Sensordaten, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt hier vielleicht bald eine Wartung stattfinden lassen, weil irgendwie dieser eine Sensor anschlägt. Muss ich danach ja aber nicht mehr wissen. Also kann ich diese Daten ja auch getrost dann im Endeffekt quasi nicht speichern. Und insofern, wie gesagt, wir sind in einer Zeit immer mehr Daten, immer schneller Daten, immer aktueller dann auch Daten. Und die müssten natürlich auch verarbeitet werden in irgendeiner Form und müssen auch relevant für das Unternehmen und für deren, also für das Datenmodell des Unternehmens sein, egal wie groß oder wie klein es denn ist. Und ich denke, in der Vergangenheit hat man sich schon auch damit, aber nicht genug damit auseinandergesetzt, diese Daten zu pflegen, weil man muss Daten schon auch ganzheitlich denken. Oft ist es ja dann auch noch so,
eine Person gibt A ein, die nächste Person gibt B ein. Das ist jetzt vielleicht erstmal nicht schlimm, wenn ich mir das anschaue, aber dann natürlich, wenn eine Maschine dahinter sitzt und diese Daten nutzen möchte, ist natürlich A und B ein großer Unterschied. Das heißt, allein schon diese Datenpflege. Ich habe auch immer mehr Themen rund um Datenschutz. Das heißt, wie gehe ich mit dem Thema Datenschutz um in diesen Themen? Und so ist es wichtig, glaube ich, Daten ganzheitlich zu denken und dementsprechend auch einen Prozess aufzusetzen, diese Datenqualität zu managen. Ja, wie ich eine Qualitätssicherung auch in der Produktion habe, dass ich hier dann eben auch hergehe und sage, ich etabliere ein Qualitätsmanagement für Daten. Es ist immer ein unternehmensweiter Prozess, es muss immer unternehmensweit gedacht sein. Wie gesagt, ich habe Themen rund um, in der Buchhaltung entstehen Daten, im Marketing entstehen Daten, im Vertrieb entstehen Daten. Datenschutz hat irgendwas mitzureden. Ich habe Rollenkonzepte, Zugriffsrechte, die ich managen muss. Und das eben, wie gesagt, als ganzheitlichen Prozess sehen, als ganzheitlichen Prozess denken, klingt jetzt auch erstmal nicht nach einer großen Innovation, ist aber schon auch immer wichtiger geworden, auch mit den vorgelagerten Themen, wenn ich daran denke, Daten immer mehr zu integrieren, zu verknüpfen und an den verschiedenen Stellen, wo immer mehr Daten auch entstehen, die dann auch dementsprechend ja nachhaltig zu managen, damit ich eben auch diesen großen Nutzen am Ende daraus ziehen kann. Das ist damit sicher auch ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt hast du, also Daten müssen in ausreichender Qualität da sein, auch müssen repräsentativ sein, sowas habe ich alles verstanden, das nehme ich alles mit. Mhm. Finde ich auch enorm wichtig. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt denn das Datenmodell dahinter, beziehungsweise die Auswertung dahinter, dann auch wirklich beim Nutzer an? Also ist das nicht, also ist das eher was dieses, der heilige Gral des Managements, sage ich mal, die haben den Einblick in die Zahlen oder ist das wichtig, da in die Kommunikation einzusteigen tatsächlich? Definitiv. Es ist natürlich so, alles, was wir jetzt besprochen haben, ist erstmal auch eigentlich nur eine vorgelagerte Thematik. Es ist etwas, in dem ich dann versuche, eben diese Erkenntnisse zu erzeugen, diese Daten nutzbar zu machen. Dadurch habe ich aber noch keine Entscheidung getroffen. Dadurch habe ich auch die Daten noch nicht zwingend verstanden. Ich habe sie nur erstmal in einer guten Qualität und hoffentlich einfach und effizient aufbereitet. Und da entwickeln sich auch nach und nach mehr Themen, Stichwort Data Storytelling. Finde ich cool, also die Anbieter gehen da immer mehr drauf, auch die Möglichkeit zu schaffen, wirklich ein Storytelling zu betreiben, weil, na, ich meine, wenn man sich den Menschen da auch anschaut, er ist natürlich schon auch einer, der, was kann er sich merken, wenn er ein Buch liest, es sind die Geschichten, es sind die Bilder, die er in dem Moment im Kopf hat, es sind nicht irgendwie, wenn ich jetzt seitenlang einfach nur Zahlen aneinander reihe, ja, sowas merkt sich keiner, ja, wenn ich da einen Roman drüber schreibe, deshalb ist es noch keiner. Insofern ist es auch da wichtig, und ich meine, das haben die Anbieter auch erkannt, versuchen Geschichten zu erzählen mit Daten. Und dementsprechend ist es natürlich auch da wichtig, dass, wenn ich das Thema Business Intelligence denke, Datenaufbereitung denke, Visualisierung, es hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und dementsprechend muss auch eine Person, die jetzt sich diesem Thema annimmt, mit Sicherheit eine sein, die kommunikativ stark ist auf der einen Seite, aber auch dann vor allen Dingen visuell stark ist. Das heißt, diese Geschichte einmal zu umreißen und diese Geschichte dann auch darzustellen. Und da gibt es mit Sicherheit viele verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, wenn man sich Geschichten anschaut, in der Regel gibt es einen gewissen zeitlichen Ablauf. Das heißt, ich kann Daten über einen gewissen zeitlichen Ablauf, über eine Chronologie hinweg dann auch im Endeffekt darstellen, was ist wann passiert, um dementsprechend daraus auch abzuleiten, also entweder eine Fragestellung daraus abzuleiten oder eben dann auch schon zu verstehen, wo muss ich handeln, weil etwas eben über einen gewissen Zeitraum passiert ist. Wenn ich von heute auf morgen 50% mehr Kosten habe, dann sollte ich es mir definitiv anschauen. Wenn ich über den Zeitraum von den letzten 10 Jahren meine Kosten um 50% aufgebaut habe, mein Umsatz idealerweise auch um 50% mindestens gestiegen ist, dann habe ich kein Problem erstmal. Ja, und so eben auch diesen zeitlichen Kontext dann da auch immer zu haben. Dann aber auch andere Themen, wo es auch durch Darstellung, eben durch Geschichte erzählen, beispielsweise auch dazu führen kann, dass ich gewisse Ausreißer erkenne. Das heißt, ich habe irgendwie eine gewisse Tendenz und sehe jetzt aber, ich habe einen Punkt ganz weit oben und ganz weit unten. Jetzt kann ich mir die Frage stellen, sind das Ausreißer hinsichtlich, sie sind nicht relevant? Das weiß ich aber auch nur dann, wenn ich sie untersucht habe. Das heißt aber auch nur dann, wenn ich es gesehen und erkannt habe. Das heißt auch hier im Endeffekt so diesen Kontext zu setzen. Und ich glaube, was da am Ende wichtig ist, und so probieren wir es auch immer, ist, diese Geschichte muss so einfach wie möglich sein. Sie muss aber auf jeden Fall genug Inhalte bieten. Und ich finde immer, so wie jedes gute Buch dann auch, es schafft so einen gewissen Rahmen,
Es gibt auch eine, ja, es zeigt dann auch beispielsweise, es beschreibt eine Person, es beschreibt einen Umstand, es beschreibt eine Umgebung, lässt aber immer noch auch genug Raum für die eigene Fantasie und eben dann auch für eigene Kreativität. Und ich glaube, das ist auch hier beim Data Storytelling ganz wichtig. Ich sage, ich habe eine Geschichte, ich baue diese Geschichte einfach auf, ich gebe einen Kontext, aber daraus müssen dann eben Fragestellungen abgeleitet werden können oder eben dann auch Maßnahmen abgeleitet werden können, um eben die Entscheidungsfindung zu unterstützen. Weil, wie auch am Anfang gesagt, es geht nicht darum, dass Daten die Entscheidung treffen. Die Entscheidung muss immer noch eine Person treffen, auch mit dem Wissen, dass sie über die vergangenen Jahre hinweg dann auch angehäuft hat. Und dementsprechend muss es aber die Daten dieses Thema oder die Person in der Entscheidungsfindung unterstützen können und nicht irgendwie vorwegnehmen dann auch. Ich glaube, das ist da dann mit Sicherheit auch ganz wichtig. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz uns das super aufbereiten kann und auch einen Blick auf eine Sache, auf einen Nebenkriegsplatz vielleicht legen kann, der vielleicht mal wichtig werden könnte. Aber die eigentliche Auf jeden Entscheidung Fall. dahinter wird nicht KI gestützt getroffen, sondern datenbasiert, aber dann immer noch menschlich. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Stichpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Ganz klar. Was steht denn an, Stefan? Kannst du uns irgendwas mit auf den Weg geben? Was bringt die Zukunft noch mit? Wie wird sich das ganze Thema weiterentwickeln? Ja, genau. Also wie gesagt, ich glaube, diese Themen, die wir jetzt auch angesprochen haben, sind so die aktuellen vorherrschenden Themen, sind so die aktuell vorherrschenden Trends. Wie gesagt, ich finde, eines der spannendsten Themen ist dieses Augmented Analytics auch, weil ich dadurch einen sehr hohen Mehrwert auch sehe. Ich glaube, was immer mehr oder stärker auch in den Fokus rückt und auch in den Fokus rücken muss, ist, wenn wir heute von künstlicher Intelligenz reden, wenn wir heute von Analysen, Business Intelligence reden, dann denken wir oft eben an sehr große Unternehmen, an eigene Abteilungen, ja, da sind 30 Mann stark, wie auch immer. Schön und gut, ist auch wichtig, aber da Daten immer relevanter werden, nicht mehr Wettbewerbsvorteil sind, sondern ich sie brauche, um zu überleben, wird auch immer mehr in dieser Richtung geschehen, jeden mitzunehmen, der in irgendeiner Form Daten zu generiert. Also sei es, wie gesagt, dieses Unternehmen, das 100.000 Mitarbeiter weltweit hat, oder ist es dann aber auch der Handwerker, der mit seinen 2 oder 3 Personen im Endeffekt tagtäglich unterwegs ist und dementsprechend seiner Tätigkeit nachgeht. Und nach, glaube ich, werden alle abgeholt durch eben auch diese Technologien. Und ich glaube, da ist es dann auch eben auch ganz wichtig, egal in welcher Situation ich mich befinde, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen in irgendeiner Form, weil dass man nicht abgehängt wird am Ende. Und so ist es wichtig, wie bei vielen Themen, einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Ich glaube, das ist insofern kein großer Act. Es ist kein Ding, wo ich mich jetzt intensiv jede Woche mit auseinandersetzen muss. Nein, ich suche mir meine 2, 3 irgendwie Webseiten noch aus, beziehungsweise ich kann das auch immer googeln, ja, Business Intelligence Trends 2021, 2022, wie auch immer. Und habe dann meine 2, 3 Seiten am Ende, die schaue ich alle Quartal, alle halbe Jahr mal durch, um dann aber eben auch daraus abzuleiten, was könnte jetzt für mich eben relevant werden in Zukunft. Eben dieses Thema Augmented Analytics, hat es sich schon weiterentwickelt? Ist es vielleicht auch etwas, was in meinem Buchhaltungsprogramm zwangsläufig dann auch Einzug hält oder halten kann in irgendeiner Form? Dann auch die Anbieter dem hingehend dann auch scannen und zu sagen, ja, da sehe ich einen Mehrwert, ich will mich damit auseinandersetzen. Der aktuelle Anbieter, weiß nicht, ob der da was macht, frage ich mal nach. Oder eben aber auch, ich schaue andere Anbieter an, ich finde ein neues Tool, das ich darauf aufsetzen kann, wie auch immer. Das heißt, vor allen Dingen eben immer am Laufen zu bleiben, zu evaluieren, ist es etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen kann, beziehungsweise ist es etwas, was ich für mich nutzbar machen kann, hoffentlich dann auch mit einem recht geringen Aufwand. Und man sollte sich auch definitiv damit auseinandersetzen, eine Datenstrategie aufzusetzen. Hört sich auch erstmal, glaube ich, sehr hochtrabend an. Eine Datenstrategie kann sein, mir sind Daten egal. Eine Datenstrategie kann aber eben genauso auch sein, ich möchte da auf dem Laufenden bleiben, ich möchte nach und nach meine Daten dann auch nutzbar machen, die ich in der Buchhaltung habe. Ich habe ein CRM-System, wie kann ich diese Daten miteinander verknüpfen? Gibt es da Tools, die mir da vielleicht schon helfen? Wie kann ich das auch visualisieren, dass ich einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Quartal einen Bericht dann auch bekomme, der mir einfach hilft, mein Geschäft besser zu verstehen und daraus dann auch Maßnahmen abzuleiten? Ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen, die ich da auch empfehlen kann, auf dem Laufenden zu bleiben, sich mit Daten auseinandersetzen und sich für sich eine eigene Strategie überlegen. Wie groß oder klein sie auch erstmal erscheint, das ist egal. Hauptsache, man setzt sich mit dem Thema auseinander. Ja, super. Vielen Dank für den Einblick, Stefan, den du uns hier gegeben hast. Sehr gerne. Wenn Sie Fragen haben, dann wäre jetzt noch genau der richtige Zeitpunkt. 2, 3 Fragen sind sogar schon reingekommen, die würde ich gleich noch stellen wollen. Gebe Ihnen aber gerne noch ein paar Minuten Zeit, die Fragen dann noch einzutippen. Ich weiß, das dauert immer einen kleinen Augenblick und würde einfach die Zeit dafür nutzen, einen kleinen Ausblick noch zu geben.
Nämlich am 23.04. geht es schon weiter. Dort werden wir einen Partner von uns zu Gast haben, der uns etwas zum Thema Digitalisierung von Verkaufsprozessen erzählen wird. Also wann macht eine E-Commerce-Strategie vielleicht auch mal Sinn? Und am 14.05. geht es dann weiter, wenn wir uns das Thema Führungskompetenzen anschauen werden und was sollte man da eigentlich mitbringen, um eine gute Führungskraft zu sein. Und da haben wir auch Kollegen von uns dann eingeladen, die uns da aus der Praxis auch was erzählen werden. Stefan, die erste Frage, die jetzt hier reingekommen ist, da geht es so ein bisschen darum, ich mache noch gar nichts zum Thema Datenanalyse. Ich sehe zwar meine Verkaufszahlen und kann dann immer sagen, wie viel Umsatz wir gemacht haben, denke ich mal, da hängt das so ein bisschen damit zusammen. Aber soll ich denn jetzt diese universell galaktische Lösung dann direkt nehmen und alle damit verhaften? Oder kannst du von uns vielleicht so ein bisschen aus der Praxis erzählen, welche Bereiche machen am allermeisten Sinn und was ist dann so die Kür hinten raus vielleicht, womit man dann weitermachen sollte? Ja, also ich denke, dass jedes Unternehmen erstmal selber entscheiden muss, wo setze ich an. Es ist auch hier vor allem wichtig, irgendwo mal anzusetzen. Und natürlich lebt ein Unternehmen am Ende dadurch, dass es Verkäufe tätigt. Also ist es auf jeden Fall meines Erachtens auch der logische Schluss, auch wenn da in dem Fall auch schon etwas besteht, dort anzufangen und dann zu sagen, okay, ich habe meine Verkäufe und im Endeffekt, damit macht man schon Datenanalyse. Das ist ja das Schöne. Ich sehe meine Verkäufe, ich habe einen Bericht dazu, ich sehe, es lief besser oder schlechter wie die vergangene Woche oder Monat oder Vorjahr. Das ist Datenanalyse. Und dann kann ich mich damit auseinandersetzen, im Endeffekt, warum ist es passiert, wie es passiert ist. Und dann würde ich ganz klar auch empfehlen, nach und nach darüber nachzudenken, was sind die nächsten logischen Schritte. Also beispielsweise, wenn ich einen Verkauf tätige, welche Kosten stehen dahinter? Und dementsprechend auch mir diese Kosten dann genauer anzugucken, um auch hier Effizienzen zu finden und heben zu können, die ich dann vielleicht habe. Und dann im nächsten Schritt habe ich Kosten, die sozusagen, sagt ja der Controller immer, die EDA-Kosten, ja, sowas wie Miete oder so, dann aber auch sowas im Detail mal anzugucken und zu sehen, okay, habe ich hier vielleicht auch gewisse Potenziale, mal auch vielleicht mal hier die Versicherung durchzugehen, und so weiter. Und eben auf der Basis dann nach und nach sich eben die Gedanken zu machen, mit was möchte ich mich auseinandersetzen. So, und dann in dem Atemzug, glaube ich, kommt man immer mehr auch dahinter zu verstehen, wie möchte ich damit arbeiten. Wenn ich quasi jetzt drei verschiedene Bereiche habe, in denen ich mit Daten auseinandersetze und dann drei verschiedene Tools jeweils nutzen muss, einloggen, ausloggen, runterladen in der Excel, visualisieren. Ja, dann muss man sich irgendwann mal Gedanken machen, ganz klar, ist es etwas, wofür ich Zeit habe, wofür ich die Zeit nehmen möchte? Oder ist es jetzt auch was, was ich probiere, dann auch einfacher zu gestalten? Und genau zu dem Zeitpunkt macht es dann eben Sinn, sich zu überlegen, welche Tools können hier eben dann auch hilfreich sein, beispielsweise um ein Datenmodell zu kreieren, das alle drei Bereiche abbildet, das ich dann in einem Reporting-Tool selber dann auch abbilde und dementsprechend auch visualisiere. Das ist auch genau das, wo Sage aktuell dann auch steht, wo wir sagen, also wir müssen immer mehr auch diese Themen zusammenführen. In vielen Bereichen ist schon geschehen, in anderen noch nicht. Und nach einfach das weiterzuentwickeln, um da auch immer mehr dahinter zu kommen, wie diese Daten verknüpft sind. Logischerweise, wenn ich über einen großen Bereich dann auch streuen möchte, macht es auch dann Sinn, auch hier nicht wieder vier oder fünf verschiedene Tools zur Visualisierung zu nutzen, sondern eins, worauf jeder Zugriff hat mit einem gewissen Rollenkonzept. Ich glaub, bei uns ist es auch eher der Fall, dass wir uns nicht damit unsere Zeit verschenken wollen, Daten zu sammeln und aufzuwerten, sondern eher uns in die Analyse dieser Daten stützen wollen und daraus halt Maßnahmen ableiten wollen und die Zeit einfach dann anders nutzen können. Ich glaube, das trifft das auch ziemlich ganz gut. Sollte Jetzt niemals ein kommt ein Selbstzweck sein, ganz genau. genau. Jetzt kommt noch eine Frage nach künstlicher Intelligenz. Ich weiß nicht, wie weit du da schon im Thema bist, Stefan, aber was ist denn bei so plötzlich eintretenden Ereignissen, hier wird ein politischer Handelsstopp zum Beispiel angeführt, sind denn diese künstlichen Intelligenzen heute dann so weit, dass sie auch auf solche unvorhersehbaren Ereignisse dann auch reagieren könnten? Also ich denke, künstliche Intelligenz ist ein Thema, auch wir bei Sage setzen uns auch erst neuerdings mit dem Thema mehr auseinander. Insofern ist damit sicher auch vieles, was ich sage, Wissen, das ich mir selber angeeignet habe. Vieles ist natürlich schon auch so, wie gesagt, diese Komplexität. Und sagen wir mal so, ich glaube, dass eine künstliche Intelligenz schon eine Aussage dazu treffen kann, wenn eine gewisse politische Handlung irgendwie entsteht. Und ich das dann nachher, ich muss natürlich in den Daten sehen. Also was passiert dadurch? Und auf Basis dieser Daten und auf gewissen Rechenmodellen gibt dann dieses System eine Prognose aus. Ja. Die Frage ist dann immer, wie gut. Und natürlich ist auch eine künstliche Intelligenz immer
Ich vorher auch gesagt, nur so gut wie das dahinterliegende Rechenmodell, das heißt, das Rechenmodell muss passen und dann aber auch nur so gut wie die Daten dahinter. Und im Endeffekt kann ich wahrscheinlich schon auch solche Team in Betracht ziehen, also keine Ahnung, wenn ich eine politische Handlung habe und ich dann versuche zu evaluieren, also in den Daten, gab es diese oder gab es etwas Ähnliches in der Vergangenheit schon, was ist dann passiert? Daraus kann ich mit Sicherheit was ableiten, sofern es diese Daten gibt. Die andere Frage ist dann, wie relevant ist es? Das heißt, wie relevant sind damalige Parameter, die diese politische Handlung auf gewisse wirtschaftliche Entwicklung dann vielleicht auch hatte? Und insofern glaube ich, dass auch an so einem Punkt mit Sicherheit künstliche Intelligenz niemals das eigene Denken abnehmen kann, sondern eher wirklich nur immer auch dazu Unterstützung mit ganz klaren rationalen Indikatoren dann auch ist, aber dann auch viele Faktoren eben noch nicht berücksichtigen kann und da wahrscheinlich auch lange noch nicht ist, um dann jede auch politische Handlung in irgendeine Prognose dann auch zu bringen. Ja, Meine ich glaube, man Meinung soweit sollte dazu. absolut, man sollte die Entscheidungsfindung nicht komplett in die Hand von künstlicher Nee, Intelligenz legen, sondern da niemals. selber noch dran tätig zu werden. Sehr gut. Dann, Stefan, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ich danke Super, auch, war hat ein Spaß gemacht. spannendes Thema. Ich bin gespannt, wann ich dann im Produktmarketing das erste Mal damit auch in Berührung treten werde, wenn wir auch da drauf zugreifen können. Ich meine, wir nutzen ja jetzt schon unsere Tools ziemlich gut, aber das wird auch eine spannende Zeit für mich in der nächsten Zeit. Dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass du heute Morgen mit dabei gewesen bist. Ich danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie heute Morgen mit dabei gewesen sind. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können hier bei unserer Webinarreihe Stay for Coffee. Bis dahin, bitte bleiben Sie gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut zusammen. Tschüss. Tschüss.